Welcome back. Oh, Post abholen. Okay, dann hole ich mal meine Post ab. Oh, gleich zwei Dinger. Okay, heute eingetroffen. Einladung von Bürgermeister. Und dann noch ein Brief von. Okay. Ja, damit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Red Dead. Einladung von Bürgermeister im Mai 1899. Ist das viel? Nö, das dauert nur. Monsieur Kilgore, es war mir ein Vergnügen, gestern Abend in der Resistenz ihre Bekanntschaft zu machen. In diesem Amt trifft man so viele verschiedene Menschen, dass es schwer wird, sie sich alle zu merken. Bei ihnen allerdings ist mir im Gedächtnis geblieben, dass sie sich in der Nähe meines Arbeitszimmers befanden, als der arme Pierre einen Unfall erlitt und einige Dokumente spurlos verschwanden. Nun bin ich schon zu lange in der Politik, um mit haltlose Beschuldigungen um mich zu werfen. Halt doch mal die Schnauze da, du Heini. Aber schon lange genau, um zu erkennen, wann man mir einen kleinen Gefallen schuldet. Vielleicht könntet ihr draufgängeres Pioniergeist des unerschlossenen Westens und mein kalter Zynismus der alten Welt gut zusammenpassen. Oh Gott, ey, wieso zappelt er denn andauernd? Können Sie mir zumindest ein persönliches Treffen? Kommen Sie an einem Abend Ihrer Wahl an die Rückseite der Bürgermeisterresistenz? Klopfen Sie einfach an, dann wird Sie mein Assistent Sean Mark einlassen. Ich hoffe, Sie bald zu treffen. Ihr neuester Freund Henry Lemieux. Oh Gott, ey. Laber. Der kann nicht mal die Schnauze halten. Moment. So, dann lese ich nochmal den anderen. Oh, der ist ein bisschen länger. Mon cher ami. Ich habe es geschafft. Ich habe Sonne im Gesicht. Aha. Sand zwischen meinen Zehen und eine wunderschöne Vagine in meinem Bett. Oh. Diese Inseln sind genauso, wie ich es mir erhofft hatte. Nur noch viel schöner. Du würdest nicht glauben, wie herrlich das Licht hier ist. Die Farben und die Menschen so viel heller und lebendiger als irgendwas oder irgendwer in St. Denis. Es fühlt sich an wie eine völlig andere Welt, was es ja auch ist. Es mag dich überraschen, aber du bist mein einziger Freund aus dieser finsteren, trostlosen Tagen. Du hast nichts von mir verlangt, sondern nur gegeben. Wie perfekt, wie selten. Ich verachte egoistische Ärsche noch mehr als Zivilisation selbst. Aber was ist denn die Zivilisation im Grunde anders als organisierter Egoismus? Ich muss meine Urinstinkte und meine lebensnotwendigsten Bedürfnisse zurückhalten, damit andere sich wohlfühlen. Non merci. Merci. Dieses Inselparadies ist zwar in den Augen der Zivilisation. Dieses Inselparadies ist zwar in den Augen der zivilisierten Welt primitiv, aber die Menschen hier sind die großzügigsten in vielerlei Hinsicht.
die ich gar nicht in Worte fassen darf, die ich jemals kennengelernt habe. Und warum das? Weil die frei sind. Ich habe noch nie so gemalt wie jetzt und es entstehen Werke, wie sie die Welt noch nie gesehen hat oder noch nicht gesehen hat. Vor diesem Brief habe ich einige Bilder nach New York verschifft, wo sie verkauft werden sollen. Vielleicht ist dieses kleine Gekritzel, das du jetzt besitzt, inzwischen ja sogar etwas wert. Entweder das oder du kannst herrlich über mein unfähiges Lachen in ewiger Freundschaft, CC. Okay. Gut. So, ich hab, mein Gott, das war nur dieses Brief, aber Briefe. Aber jetzt, ich wollte eigentlich ja hier, um mein Kopfgeld erstmal loszuwerden. Durch die Entführung da letztes Mal. 95 Dollar, Donnerwetter. Ja, die möchte ich ganz gerne wieder reinhaben, die 95 Dollar. Land für all, Land zu verkaufen? Nee, danke. Ist da was? Nein. Okay. Ja, guten Tag. So, was haben wir denn hier? Komm mal her. Hallo. Nein, will er nicht. Nö, hier auf die Seite will er jetzt mal nicht kommen. Haha. Hey. Hey, Partner. How do you do? Sackgesicht. Hello again. I got another one. You interested? Eine Zufahrkarte, Hinweis für kurzen Überfall, 2 Dollar. Aha. Dann gib I mal. really think you want to take a look at this. Ja. Gib doch mal her. Den Hinweis. How's things, Alden? Good. All right. This is a little different. Take the coach and deliver it to my contact. He'll pay you well for it. It's a fragile cargo, so go easy. Oh. Okay, but the money best be right. Oh, it is, Arthur. I promise. Okay, wieder was zu lesen. Very right. Gut, das ist nicht viel. Reiten Sie nach Norden, die Straße am Felsen vorbei. Toller Hinweis, sind da viele Felsen. Wagen voller Antiquitäten aus Richtung Nordosten unterwegs. Zu einem Käufer in Rhodes. Sollte nur ein paar Wachen dabei haben. Nur ein paar, 4 Stück oder so, ne? Liefern die alles bei Seamus auf der Emerald Ranch. Passen Sie auf, dass Sie weder Wagen noch Frach beschädigen. Ach du heilige Maria. Gut. Ja, hallo. Ich weiß, ihr seid ja alle so freundlich. So. Ich nehme mal eine Kleinigkeit zu mir hier mit Abi Abi. Ich mach mal hier Windfleisch. Lecker. So. Einmal kurz pfeifen. Dann kommt Mr. Blacky zu mir. Komm her, Blacky. Blacky, Blacky, Blacky. Okay, boy. So. Also gut. Dann gehen wir mal in die Richtung. Wo soll es denn sein? Da oben. Nein. Was? Stelle für Postkutzen. Ach so. Dachte bei Stelle eben am Stall oder sowas. Mehrere Ställe. Nein. Guti. Dann gucken wir mal. Ich nehme schon mal ein paar Waffen hier bereit. Sind die denn überhaupt schon geputzt und so? Na, 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 wirst du. Hallo? Gut. Einen Moment, ich muss erst mal gucken, ob habe ich denn noch was zum Reinigen? Pflegen.
Wie sieht's denn damit aus? Geht eigentlich. Ach, ich kann nicht wechseln, weil ich. Alter, ich muss genau am Feld sein. Ist doch nicht möglich. So, das hier zum Durchgucken. Ach, das ist ja so noch in Ordnung. Das habe ich ja kaum benutzt. Genau, das ist in Ordnung. Dann das hier. Das muss ich von eher rein, weil das ist schon. Das hat schon einiges miterlebt hier sozusagen. Hoppala, so. Waffe ist sauber, wie schön. Langwaffen. Haben wir noch was? Ja, wir haben noch was. Und? Weil oben der Dings kann wieder mehr. Der Schaden. Wobei, naja, es geht. Hat sich kaum was geändert. Ich dachte, der geht da noch ein bisschen höher. Aber gut. Den Bogen brauche ich nicht machen. Der ist immer, ja, in Ordnung. Habe ich dazu schon geguckt? Aber da sind die Striche, die stehen so, so weiß, so viel Zustand. Ja komm, hau rein. Geht der Zustand höher, das ist gut. Muss alles schön hier gepflegt sein, ne? Wenn wir hier einen Überfall vorhaben. So. Guti. Das ist das und das ist das. Dann lass mal hier gucken. Wie sieht es mit dieser Waffe aus? Da ist in Ordnung. Die Waffe ist sauber. Genau, dann was ich da unten habe, kann ich auch oben aussuchen. Genau. Alles klar. Die Waffe. Wir haben es gleich, Leute. Wie sieht es denn mit der hier aus? Ja, abgesägte Flinte. Reinigen. Oben der Dings ist. So, da haben wir jetzt auch die Pistole, die wir da haben. Nein, das ist eine andere. Die 300er. Warte mal. Hallo? Hol doch mal die 300 daraus. Da ist aber der Zustand ja nur bis da. Ah. Ja. Und diese merkwürdige Waffe. Hol doch das da mal so normal. Ei, Alter, guck dir das mal an. Die nehme ich, die muss, Alter, der Zustand, ey. So. Da kommt er hoch. Also dieser Balken da, ne? So, die muss poliert werden. Hat zwar wenig Schaden, aber immerhin. Gut. Machen wir das soweit hier fertig. Da haben wir das. Wurfmesser. 8 Stück. Von den Dingern haben wir 3. Ging ja auch nur 3. Und sonst haben wir ein Lasso. Gut. Wir sollen ja.
hier Dingens, ne? Und so. Nichts kaputt machen. So, dann steigen wir mal auf. Und machen uns auf den Weg zur Postkutsche. Ich glaube, das Pferd müsste mal was essen, ne? Aber das kann noch ein bisschen warten. Glaube ich. Oh, du bist nicht die Postkutsche. Hahaha. Ja, Blackie. So. Mal sehen, hier so ein bisschen abkürzen. Knauf, 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 die knauf, die knauf. Schade, ich darf die Postkutsche nicht beschädigen. Sonst hätte ich halt die mitgenommen und dann BÄM. Aber naja. Ich meine, die Beschreibung ist auch komisch, ne? Am Felsen vorbei. Denkst du, was denn für ein Felsen? So kleinere am Straßenrand sind ja hier mehrere. Am Felsen vorbei. Hier ist auch ein Felsen. Warte, bis die Dings ein. Okay. Du gehst mal zur Seite. Gut. Ich versteck mich mal hier hinter Felsen. Alles klar, geladen haben wir. So. Dann muss ich da über den Hügel kommen. Okay, Leute. Seid bitte leise. Zwinge den Wagen zum Anhalten. Da kommt er. Ich kann wieder nicht wechseln, ich glaub's ja nicht. Gut, dann müssen wir das halt so machen. So. Aua, fahr mich doch nicht über, du Idiot. So kommt doch nicht, wenn ich pfeife, Mensch. Ich hab den Fahrer getroffen, aber nein, da hat der andere das sofort übernommen, ey. Was für ein Dödel. Ja, dreh doch nicht um. Hallo. Ey. Der dreht dich ganz anders um, als ich gedrückt habe, Mensch. Los, komm. Was ist denn mit dir los? Sitzt du da so gemütlich, der eine und dann. Aua! Mann! Pass doch auf, du Dödel! So, komm mal her. Bam! Weil du den Wagen sofort übernommen hast. Ditz. So, was haben wir hier? 33 Cent. Und ein Waffenöl, okay. Liefere den Wagen bei der Hehlerei ab. Was wollt ihr denn? Geht's noch? Ah! Von der Seite in den Sack oder so ähnlich. Boah, der Wagen lässt sich aber schwer steuern hier. Moment, da kommt er. Was ist denn mit dir, du Köder?
Moment. Das kann doch nicht wahr sein. So. Okay, oh, das sind Alter, was haben wir denn hier Schönes? Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Mach nicht hier die schönen Statuen kaputt. Eieieiei. Aber da zu schnell fahren. Und ja, dann macht das Klick, Klack, Klock und dann sind die kaputt. Lieber mal ein bisschen langsamer, ne? Wer weiß, wie empfindlich die sind. Wow, 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 wow. Hier ist es wohl nicht so hügelig, da könnte man mal so ein bisschen schneller, denke ich mal. Ich meine, so richtig verpackt sind die ja nun auch nicht, ne? Keine Watte drunter oder kein Styropor oder irgendwas anderes Weiches. Keine dicken Decken. Da waren die wohl damals noch nicht so drauf gekommen, dass man sowas auch polstern kann. Für die Sicherheit und so. So, jetzt müssen wir hier rum. Nicht, dass sie mich aus dem Wagen rausfahren. Die rutschen schon immer so hin und her. Ha 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 ha. So, jetzt kommt gleich ein Zug und dann prompt. Fährt er mir hinten rein oder so an der Seite, aber nee. Tüt, tüt, Mister, ich möchte auch mal hier vorbei. Aber hier ist im Moment die Straße nicht breit genug. So, vielleicht hier. Hier links vorbei. Ja, hier geht's. Hallo, guck mal, ich habe wertvollere Ware als du, Etty Betty. Haha. So. Oh, hier berg hoch. Hier kann ich das verstehen, wenn ich da nicht einfach so querfett einfahren kann. Hahaha. Ja, machen Platz, das ist gut. Ah. So. Das ist noch ein weiter Weg bis zur nächsten Stadt, bis zum Hehler. Oh, Vorsicht! Kein Zusammenstoß mache ich ja mit dem Gegenverkehr. La 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 da da. Ich nehme den Bub, ich nehme den Bab, nehme die Dab. Oh, Vorsicht, hier ist so viel, was liegt. Okay. Ich nehme mal an, hier rein. Ja, wo? Ach, da einmal von das Tor auf. Danke. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. So, nächste. Haben wir es geschafft. Was gibst du mir? Ein Kuss oder was? Und was haben wir? $40. Mission abgeschlossen. Gut, da ist mein Pferd. Und der Kack. Okay, ja, er kackt genau so. Da sind Hühner.
und Bohnen. Oder? So, Alter, jetzt muss ich wieder einen weiten Weg machen, ne? Ich wollte ja. Wo wollte ich denn hin? Wo ist denn das? Ach, das ist das Gelbe jetzt. Unten. Gut, ich habe das jetzt so schnell weggeklickt, keine Ahnung, was da jetzt stand, aber egal, das werden wir. Oh, ja, sehen, wenn ich da bin. Moment. Wenn ich jetzt da hochfahre nach Valentine? Da und dann hier so. Ich glaube, das ist ein Tick kürzer, ne? Ja, das ist kürzer. Gehen wir mal die Postkutze hier. Ich möchte mal mit der Postkutze fahren heute. Ja, vielleicht mit der Bahn. Ja, ja, Wuff. Hallo, ihr zwei. So, wo ist denn die Postkutze? Im Moment nicht da, aber wir könnten die ja rufen, ne? Einmal raus, 580. Jepa. So. So kann man vielleicht auch mitkommen. Gut, mit, wenn ich mit dem Zug fahre, kommst du auch manchmal mit, aber halt eben nicht immer. Haha. Dann brauche ich nur da ein bisschen über die eine Brücke und dann nach links. Ach nee, ist ja jetzt hier. Ja. Ich habe mich jetzt. So, Moment. Wobei, boah, doch. Kann man machen. Immerhin ist das dichter. So. Der ganze Sand hier. Oh Gott, nee. Ach, wer ist denn da wieder am Meckern, ey? Da wird keine Zeit für. Oh, der ganze Staub, der hängt man noch da im Monitor. Gucken mal, wie schnell ich bin. Schneller wie die Bahn. Tuka 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 tuka. Hey! Tuka 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 tuka. Hey! Was ist denn mit dir los? Please, friend. You gotta help me out here. Was denn? Bist du ausgebrochen? This is crazy. Just shoot the shackles. One bullet. That's all. Okay. Aber wenn ich deine Füße treffe, ist nicht. Hallo, halt doch mal still. Moment. There you go. So. To hear that noise for so long. Yeah. I can't give you more than my thanks. But you surely have that, mister. Ja, ja. Ist ja gut. Geh irgendwo hin und zieh dir neue Klamotten an. So erkennt dich jeder, dass du ausgebrochen bist. So. Wo ich helfen kann, helfe ich. Wer keine Hilfe will. So. Ja, für den einen soll ja noch jede Menge Federn und Pflanzen und so besorgen. Naja, wie auch immer. So. Einfach mal absteigen. Und ich nehme mal, wir müssen nach oben.
oder können wir hier hinten irgendwo was machen? Bam, 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 bam. Ich kann ja trotzdem nach oben gehen. Between you and me, I'm nervous. I suppose that's it. You're never nervous. That's been my job all these years. I know. You're sure? Certain. Well, not certain it will be done, but certain it can be done. And certain this is the only way I see we can do it. I've timed it out more than once. Well, you're the expert. Ich besorge mir auch noch mal neue Munition. Ich weiß, ich habe glaube ich noch genug, aber wir gucken mal. So, das. Es war nicht auf der Karte drauf. Nein, wird auch jetzt nicht angezeigt. Warte mal. Das ist hier. Wir müssen mal zwischendurch wieder reingucken. Wir hatten da als letztes so gespendet. Einmal Son 3,25. Hosea, was heißt das? 77. 77 Cent oder 77 Dollar? Wie auch immer. Gut, da muss ich mal wieder länger drücken. Da ist noch gut. Da geht's noch, okay. So, dann. Wir haben in der Kasse noch richtig viel Kohle, Alter. Das ist so viel. 13.641. So. Gut, jetzt gehe ich nochmal hier in mein Zimmer rein. Da hole ich noch ein bisschen Muni raus. Und so. Untersuchen. Nein, ich will kein Bild untersuchen. Pfeile brauche ich, genau. Nochmal Pfeile mitnehmen. So. Noch mehr Pfeile mitnehmen. Flintenmunition. Dann nehmen wir das nochmal mit. Gewehrmunition. Revolver brauche ich eigentlich selten, aber egal. Was ich tragen kann, nehme ich mit. Waffenöl, genau, haben wir ja auch wieder was verbraucht. Da liegt aber nur ein Waffenöl. So. Umziehen. Wir ziehen uns mal wieder um. Oberteile, was ist bei Oberteile? Ach, die Hemden. Hemden. Westen, was ist Westen? Ach ja, so könnte ich mal Naturbogen oder so mal rumlaufen. Das ist ja auch schon mal was hier. Ja. Mäntel, kein Mantel, Staubmantel, so ein schwarzer, so ein richtig Wanderjacke, Gehrock, Woll, Winterflintenmantel, naja, ist ja jetzt kein Winter, aber
Montana-Mantel. 9. Heelsbock. Das passt auch gut zu den Hemden, was ich drunter habe. Alles klar. Und Hosen? Da haben wir jetzt nicht ganz so viel. Aber da muss er schon mal eine andere Hose anhaben. So. Hut kann ich nochmal wieder. Hut haben wir lange nicht gehabt. Kopfbedeckung. Glücksspielerhut. Dieser Hut, der sieht richtig fein aus. An. Nee. Oder sowas. Ach, ich nehme hier den. Nee, der ist so fein. Den Glücksspielerhut. So. Okay. Dann gehen wir mal runter und gucken mal, was die jetzt da vorhaben. So. Hallo? Ihr wart doch eben noch da. Ach so, verkehrter Raum. Bank, Karen, Tilly, Abigail, I sent them all. They all say the same thing. There's no more than one armed guard. And the police? It's a city, they're police, but as far as we can tell, the patrols will all be going this way when Abigail and I cause the diversion. That's the opportunity. What do you think, Arthur? I don't see we have a lot of choice. We linger around here, we know we're dead. But the plan? We got a decent bunch. We know how to fight. The city cops don't seem so tough, as long as we move fast. I reckon doing it in the day with a distraction. If that's what Jose is saying, it's as good a plan as any. I think I agree. We do it at night. There's the drama of just getting into the bank. Can't do that silently. They'll pick us off far easier. I know. I'm just making sure. Every plan is a good plan if we execute it properly. Every problem we had was because we did not execute properly. Even Blackwater, from my understanding. You're right. Let's rob this bastard. Everyone, get ready. Look smart. Travel light. You got everything, Arthur? Sure. So, we rob ourselves a bank, and within 6 weeks, we're living life anew in a tropical idyll, spending the last of our days as banana farmers. Let's get out of this godforsaken place and go rob ourselves a bank! Come on, Hosea, get moving. We ain't got all day. This is it, gentlemen. The last one. Where have we heard that before? What has happened to you, John? You lost all your heart. I'm just trying to stay real about all this. Real? Oh, how I detest that word. So devoid of imagination. How soon are we shipping out? Soon as we get a passage organized. Boat down to Argentina, then another around the Cape. What about the money in Blackwater? We're just gonna leave that behind? Forget that. It's gone. You all talk like it's the only goddamn money in the world. We're gonna take that and more. Take it from the people who take it from us. This isn't some hick town $100 operation. This is a big city bank. Right. With security, guards, police. Hosea has done his reconnaissance. We've been over this. The plan. One last time. Hosea and Abigail draw out the police. We go in calm and fast. John and Lenny secure the front doors. Javier takes the side exit. Bill, Micah, and Charles control the crowd. Me and Arthur deal with the bank manager and vault. Got it? Got it. Yep. Got it. Good. All right, that's enough talk. Gentlemen, let us go ahead. How long do you need? Not long. 15 minutes or less. You'll know by the noise. Any problems? We'll see you in camp. Good luck, gentlemen. Right on! Yeah! Everybody know the drill.
We head in hard and stay calm. They won't be expecting us. Any minor trouble, head back to camp. We'll leave in a few days. You good, Bill? Sure. Then right on with Charles. We don't want to be seen heading in like some posse of country outlaws. This is it, cowboys! One more time! Well, one more time. Let's ride! Yeah! Oha, einmal noch eine Bank ausrauben und dann hier mitten in der Stadt. Oh je, ob das gut geht. There's Bill. Let's hitch up here. Gentlemen, robbing thieves, it ain't no crime at all. They stole what this country could have been. Stay cool, fellas. Act natural. Wait for Hosea to do his thing. This had better work. Looks like there's law over the other side. Have a modicum of faith, John, will you please? Soon as we get out, load everything onto the wagon here. I love that Hosea! He is a true artist. Okay, now then, Arthur, would you please have Senior Bank Manager here open up the vault? Open the vault right now, or you're a dead man. What's your problem, pal? What's your problem, pal? What's your problem, pal? Open the vault! Come on! Let's make this quick! Come on! Forget all the drawers, just get those safes open. I need the combination for these safes. Tell them the combination. Come on, speak. Speak or die. Now. First number. 19. 19! Got it. Okay, now, what's the second number? 72. All right, should be one more number. Last number. Come on! 54. You get that, Mr. M? 54. Yep.
what's taking so long? 54's a number. Yes, I'm working okay, I'm in. What did I tell you? Well, well, well. Would you look at that? We got trouble. Looks like a wall. Come on. Shit. Let's go. Okay. Think we got a problem out here! Come out! It's over! Shit! Abigail! Dutch! Get out here! Get out here now! Someone must have squealed! Never should have gone after Bronte, Dutch. Mr. Milton? Let my friend go! Or folks, they are gonna get shot unnecessarily! Your friend? Why would I do that? Come on, Milton! It's over! No more bargains, no more deals. Mr. Milton, this is America. You can always cut a deal. I've given you enough chances. Come on! Heftig gibt er auch der eine, das kann aber nicht wahr sein. Ich halte euch noch mal ein hier, wenn ihr wollt, Mensch. So. Brennt hier. Scheiß brennende Hunde hier. Okay, ich komme. For Christ's sake, Arthur, get over here. Oh, ja. There's no way that we're getting out that door. Take this and blow a hole through that wall. Oha. Dynamit. Wand, was für... Ach, die Wand. Ja. Ich komme da nicht rüber. Eben kam ich da rüber, jetzt nicht. Hier vor dem Dünner mit Entdeckung. Ach so, dann ich sollte noch selbst anmachen, aber na gut. Der hat das Bomben gemacht. So. Hoppala. Na dann, schnell aufs Dach. Und noch eine Leiter. Ich bin ja der Frontline-Fähiger oder was? Moment. Wo ist das einer?
Der lebt ja noch. So, jetzt nicht mehr. Hep. Da ist noch einer. Ich nehme die Waffe hier. Moment. Da kann ich nicht ballern, das gibt's doch nicht. So, und noch ein. Oh. Ich will. Schießt ja das Holz anstatt. Ah ja, da kommt wieder so einer mit so einem. Geht doch mal hier nach links. Moment, wir brauchen sowas hier. Ja, vielleicht geht das noch ein Stück weiter. Aber ja. Das ist jetzt. Okay. Oh. Arthur! We lost John. Killed? Arrested. I couldn't help. Well, we better go. We'll be next. What you think? I reckon me and Lenny try and find a way across the roof. See if you'll cover us. Sure. Ah, so gut. Folge Lenny über das Dach. Armer Lenny, wird eine so schöne Zeit, viel gesoffen, viel Blödsinn gemacht. Hep. Okay. Aua. Job in Blackwater. Ain't nothing like that. What now? I don't know. I don't. This whole town is filled with cops. Well, how long are we gonna stay here? Well, a few hours? We go back to camp? They're gonna get every last one of us. I know they're gonna be watching the roads. I got it. A boat. What you mean? We stay here till nightfall. Then we sneak on down to the docks. We get ourselves out of here. Yeah, where? Any place will do. That's all I got. We leave. We lie low. We come back for the rest in a few weeks. I'm guessing it's that. We die out there right now. Exactly. Now, everybody,
calm down. I mean, look at us. Okay, follow me and keep your heads down. Ja, psst, ganz leise. Gut, Freunde, aber wir haben schon wieder weit über 50 Minuten drüber und deswegen muss ich jetzt hier eine kleine Pause machen, eine Folgenpause. Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut und bye bye.